Wenn ihr in den Zoo geht, erwartet ihr etwas zu erleben. Doch in Wirklichkeit dösen die Tiere nur irgendwo in ihren Käfigen, müde von der Menge an wilden Menschen. Aber du wolltest doch unbedingt ein Foto mit einer Giraffe für Instagram machen. Glaubt mir, das Interessanteste in Zoos passiert dann, wenn keine Besucher da sind. Heute zeigen wir euch die unglaublichsten Situationen, die eure Vorstellung von Zoos für immer verändern wird. Seid ihr bereit? Dann abonniert zuerst unseren Kanal, denn sonst werden diese Pinguine hinter euch her sein. Schaut das Video bis zum Ende und findet heraus, dass wir es ernst meinen. Ein Angestellter des israelischen Safari-Parks Ramat Gan schlief bei der Arbeit ein. Und genau in diesem Augenblick passierte es. Nein, kann das wirklich sein? Drei Nashörner traben fröhlich die Gehwege entlang. Ein anderer Zooangestellter lief sofort los, um sie einzuholen. Aber offensichtlich ist dieser Typ machtlos. Der schlafende Wachmann wurde übrigens daraufhin gefeuert. Jedoch ist selbst ein verantwortungsbewusster Wachmann kein Hindernis für ein freiheitsliebendes Lebewesen. Ein Schimpanse namens Chacha entkam flink aus seinem Gehege in einem Zoo im Norden Japans. Als die Arbeiter losstürmten, um ihn zu suchen, fanden sie den Wiederholungstäter, der an einer Stromleitung hing. Der verzweifelte Freiheitskampf des Schimpansen dauerte 2 Stunden. Die Polizei, Journalisten und Zooarbeiter umzingelten Chacha. Die Behörden der Stadt mussten sogar den Strom für 1848 Haushalte abschalten. Schaut euch diese Hartnäckigkeit, Beweglichkeit und den Durst nach Freiheit an. Wenn dieser Schimpanse ein Mensch geworden wäre, dann hätte er wahrscheinlich in Die Verurteilten mitgespielt. Aber Chacha ereilt ein anderes Schicksal. Ein Schuss mit einem Betäubungsgewehr und der verzweifelte Rebell fiel von den Leitungen direkt in eine Decke, die die Zooarbeiter spannten. Der Schimpanse wachte dann als kleine Berühmtheit wieder in seinem Gehege auf. Mit Hilfe einer Drohne könnt ihr das Leben von Orang-Utans aus nächster Nähe beobachten. Es sieht so aus, als würden die Tiere den Spion überhaupt nicht bemerken. Ups, jetzt hat sie ihre Aufmerksamkeit. Die Schimpansin Tushi hat die Drohne ganz bewusst gejagt. Sie bereitete einen Stock vor, berechnete die Flugbahn und holte den Spion, sobald er sich ihr näherte, vom Himmel. Schaut euch die Entschlossenheit dieses Weibchens an. Wir würden es nicht wagen, in ihren persönlichen Bereich einzudringen. Was ist eurer Meinung nach das Gefährlichste, was ihr in einem Zoo tun könnt? Ein Pinguinbaby stehlen? Mit einem Orang-Utan rauchen? Einen Tiger ärgern? Maya Autry aus Amerika gewinnt diesen Wettbewerb. Diese Frau beschloss, in das Löwengehege zu gehen und zu tanzen. Es hätte ihr letzter Tanz sein können, aber anscheinend haben ihre Bewegungen sogar den Löwen betäubt. Bitte hör auf! Da lädt man besser Frankie Grande zum Tanzkampf ein. Bestimmt hat die Frau das nächste Video nicht gesehen, denn es zeigt perfekt, wie wild die Zoobewohner sein können. Dieser junge Mann wollte nur ein gemeinsames Bild mit einem Tiger. 1, 2, 3, dies. Der Vater, der das Video gemacht hat, postete es mit der Überschrift: Heute war mein Sohn auf der Speisekarte des Dubliner Zoos. Glücklicherweise trennte eine Glaswand das Raubtier und sein Dessert. Glücklicherweise hatte der Tiger keinen Kumpel wie dieses Kapuzineräffchen, denn der Affe weiß, wie man Glas zerbricht. Wir wissen nicht, wie er es herausgefunden hat, aber er schnappt sich einen Stein und knackt die Glasscheibe des Geheges. Das laute Zerbersten und die Glasscherben erschreckten die Zoobesucher, die Affen und den Kapuziner selbst. Der Vandale sprang von der Wand und rannte tiefer in das Gehege. Die Zoomitarbeiter entfernten daraufhin alle Steine und ersetzten das Glas, denn wer weiß, was dem Kapuziner beim nächsten Mal einfallen wird. Hoffentlich benutzt er seinen Kopf nicht. Sicher habt ihr schon einmal am Eingang eines Zoos ein Rauchen-Verbotenschild gesehen. In indonesischen Zoos gibt es diese Regel nicht. Nicht nur die Besucher rauchen, sondern auch Orang-Utans. Wer weiß, vielleicht gönnen sich auch andere Tiere ein paar Zigaretten. Aber dieses wild aussehende Männchen war das einzige, das dabei gefilmt wurde. Schaut, er raucht, als wäre er seit 20 Jahren Raucher.
Er nimmt einen Zug und drückt sie im Gras aus. Dabei sieht er eher wie ein Gefangener als wie ein Tier in einem Zoo aus. Wenn ihr ein Verbrechen begehen wollt, dann versucht lieber so wenig Beweise wie möglich zu hinterlassen. Wenn ihr ein Pinguin seid, ist das keine leichte Aufgabe. Wohin führen diese Fußspuren im Schnee? Genau, direkt zu den Flüchtigen. Sind das die Pinguine aus Madagaskar, die auf frischer Tat ertappt wurden? Naja, fast. In Wahrheit sind das 5 Bewohner des Odense-Zoos, die beschlossen haben, die lächerlichste Flucht der Welt zu unternehmen. Sobald sich ein Mitarbeiter den Tieren näherte, drehten sie sich sofort um 180 Grad und rannten in ihr Gehege. Schöner Versuch. Jeder kann sich mit Kätzchen anlegen, aber die Hand gegen einen Tiger erheben? Das ist schockierendes Material aus dem Guiyang Zoo in China. Der örtliche Trainer scheint seine Angst vor der großen Katze völlig verloren zu haben. Er versucht, den Tiger zu reiten und zieht sogar seinen Schwanz. Wir garantieren euch, dass ein gewöhnlicher Tiger jeden für ein solches Verhalten sofort in Stücke reißen würde. Aber dieses Tier hat einfach eine unglaubliche Ruhe. Was wird eurer Meinung nach mit dem Trainer passieren, wenn die Geduld des Tieres erschöpft ist? Wir befürchten, dass das Filmmaterial dann nicht auf YouTube passt. Denkt ihr, dass Tiere in der Lage sind, menschliche Emotionen zu erfahren? Sympathie, Verachtung, Trauer? Das nächste Experiment wird euch schockieren. Wissenschaftler haben einen künstlichen Affen mit einer eingebauten Kamera in eine Gruppe von Languren gesetzt und hier seht ihr, was daraus wurde. Die Langurpuppe sah so glaubwürdig aus, dass die Affen dachten, es sei ein junges Mitglied ihrer Truppe. Das Einzige, was sie verwirrte, war, dass der Affe nichts anderes tat, als regungslos auf einem Ast zu sitzen und mit seinem künstlichen Auge zu blinzeln. Einer der Affen wollte das Baby in die Arme nehmen, ließ es aber versehentlich fallen. Die Puppe fiel, schloss die Augen und lag bewegungslos am Boden. Die Reaktion der Affen ist herzzerreißend. Sie schnüffeln und berühren die Puppe und stellen dann fest, dass ihr künstlicher Bruder diese Welt verlassen hat. Schaut euch dieses Filmmaterial an. Welchen Kummer diese Affen erleben. Sie kannten den Kleinen nur ein paar Stunden, aber sie sind verstört über seinen Tod. Sie umarmen sich und trauern neben dem Körper des Findlings. Selbst einige Menschen sind nicht zu solchen Emotionen fähig. Ein Orang-Utan namens Surya ist ein weiteres Beispiel für Menschlichkeit in der Tierwelt. Ihr Mutterinstinkt ist so stark, dass sie sogar 4 Tigerbabys adoptiert hat. Diese seltsame Gruppe lebt freundschaftlich im Myrtle Beach Safari Park in South Carolina und stört sich nicht an den offensichtlichen Unterschieden zwischen ihnen. Surya umarmt ihre Adoptivkinder sanft und füttert sie vorsichtig mit Milch aus einer Flasche. Wie findet ihr diese Kandidatin für die Mutter des Jahres? Wir fragen uns, wie sich ihre Beziehung entwickeln wird, wenn die Kinder zu echten Tigern heranwachsen und dann doppelt so groß wie ihre Mutter werden. Wir hoffen, dass sie sich immer noch lieben werden. Hier ist einer der jüngsten Wiederholungstäter in der Geschichte. Tabis ist mit seinen 7 Monaten die erste flüchtige Giraffe im Fort Wayne Children's Zoo in den USA. Er stürmte aus dem Gehege direkt auf den Parkplatz des Zoos. Die kleine Giraffe lief ein paar Runden im Kreis und war anscheinend verärgert darüber, wie die Welt außerhalb seines Geheges aussah. Nach 2 Stunden lockten ihn die Zooarbeiter in eine Falle und brachten ihn wieder nach Hause. Die Babygiraffe wurde nicht verletzt, war jedoch aufgrund ihrer unrealistischen Erwartungen ziemlich gestresst. Dieser Parkplatz ist eindeutig nicht das, was er sich unter Freiheit erhofft hatte. Wisst ihr, wie man eine Säge benutzt? Wenn ihr diese Fähigkeit noch nicht beherrscht, werdet ihr euch gleich schämen. Hier sind 2 Orang-Utans, die Meister Holzfäller sind. Wenn ihr jedoch genauer hinschaut, werdet ihr feststellen, dass einer von ihnen nur ein Roboter ist. Atemberaubend realistisch, oder? Doch der 2. harte Arbeiter ist ein absolut realer und sehr talentierter Affe. Er lebte 40 Jahre im Wald, wo er Bauarbeiter bei der Arbeit beobachtete
Überraschenderweise begann der Orang-Utan, als ein Roboter in seiner Nähe platziert wurde, seine Bewegungen zu kopieren. Schaut euch diese harte Arbeit und Hingabe an. Er arbeitet besser als die meisten Leute. Der Affe bläst sogar das Sägemehl ab, wie ein erfahrener Handwerker. Jedoch muss man zugeben, dass der Orang-Utan nach einer Weile die Arbeit satt hatte. Warum sich die Mühe machen, wenn man nicht bezahlt wird? Für einige Menschen war die Quarantäne eine Katastrophe, aber für diese Gruppe von Pinguinen war es eine schöne Abwechslung. Während sich die Einwohner von Chicago isolierten, übernahmen die Pinguine das Shedd Aquarium. Die ungewöhnlichen Besucher betrachteten die anderen Exponate neugierig. Delfine, Piranhas und Rochen. Vermutlich wären sie gleich weiter spazieren gegangen, aber der Mangel an langen Beinen ist ein guter Grund, im Wasser zu bleiben. Doch das Interesse der Pinguine wurde besonders durch das leere Personalbüro des Aquariums geweckt. Sie könnten definitiv die süßesten Büroleiter der Welt sein. Stellt euch vor, euer ganzes Leben wird von Kameras begleitet und ihr wisst nicht einmal, was Überwachung ist. Diese unangenehme Geschichte passierte einer Schneeleopardin namens Jessie. Hier sonnt sie sich friedlich in ihrem Gehege, als plötzlich... Was ist das? Eine Kamera? Beobachten Sie mich? Ihr könnt nicht einfach die Privatsphäre eines Leoparden verletzen. Vor euch seht ihr den gefährlichsten Wiederholungstäter in der Tierwelt. Ein Honigdachs namens Stoffel. Er ist schon dutzendmal geflüchtet. Anfangs lebte er noch frei, aber wegen Kämpfen mit anderen Tieren und seinem unangemessenen Verhalten in der Küche wurde er in ein Gehege gebracht. Seitdem hat Stoffel mehrfach seine erstaunlichen Fähigkeiten, durch Wände zu gelangen, unter Beweis gestellt. Ja, er ist der David Copperfield der Tierwelt. Dieses Männchen weiß, wie man meisterhaft Käfige öffnet und Treppen aus Steinen, Erde und Stöcken baut. Er hat es sogar geschafft, mit einem Wischmopp über eine Betonwand zu springen. Glücklicherweise wissen die Mitarbeiter des Tierrehabilitationszentrums genau, wo sie den Flüchtling suchen müssen. Es ist zu 100% wahrscheinlich, dass er neben dem Kühlschrank sitzt und die Essensreste aufmampft. Möchtet ihr ein Haustier wie dieses? Das sind nur einige der erstaunlichen Geschichten, die gerade in Zoos passieren. Willst du weitere beeindruckende Inhalte? Nun, du weißt, was zu tun ist.